Hallo, meine Freunde. Verdammte Kacke, mein Brötchen. Ja, willkommen mal zu einem Vorspann. Nennt man das Vorspann? Würde man das Vorspann nennen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, was ich hier vorhab, ist. Meine Fresse. Euer mein kleines Projekt zu begleiten. Und zwar, ich will auch kein großartiges Team-Zap. Zarab hin und her machen, da irgendwas erklären. Ich würde mal sagen, es geht einfach um. Ihr hört's, hoffe ich. Die meisten würden es erkennen. WoW. Wie das Ganze funktionieren soll, wird einfach zu lange dauern. Ich würde einfach sagen, starten wir doch einfach mal die Aufnahme. Oder das Video, was ich erstellt habe. Das genau jetzt folgt. Ja, Baby. Ja, Baby. Ja. Yeah. Und zwar begeben wir uns auf eine Reise von nicht allen Charakteren, aber dem guten, lieben, alten Batran. Damit will ich mal sagen, let's go. Seit Generationen haben die gewitzten und listigen Goblins Khesans in Frieden gelebt. Obwohl einige ihres Volkes sich während des Zweiten Krieges den marodierenden Orks anschlossen, haben die meisten Goblins während der zahlreichen Konflikte zwischen Allianz und Horde ihre Neutralität bewahrt. Das von korrupten, doch äußerst wohlhabenden Handelsprinzen regierte Volk schuf sich auf den Inseln der südlichen Meere ein wahres Paradies. Und mit Hilfe ihrer genialen Ingenieurskunst und riesigen Handelsflotten machten die Goblins ihre Inselhauptstadt Khesan zu einem technologischen Weltwunder. Doch nun, wo die Elemente sie ihren Zorn spüren lassen, wird das mechanische Paradies der Goblins auf die Probe gestellt. Denn schon bald wird das Schicksal sie zwingen, in einem Konflikt Farbe zu bekennen, der die Zukunft der Welt zeichnen wird. Was ist denn? Was ist denn hier los? Mensch! Sasi! Wo ist denn? Hä? Was ist hier los? Meine gute Vorstandsassistentin. Leg den Schalter um. Was? Der Greeley. Ist wohl gut gemacht. Hä? Der legt mal um das Ding. Was ist denn los hier? Oh, ein Mikro-Mecha-Huhn. Gibt's doch gar nicht. Ich kann es. Hey, Alter! Okay. Ach, scheiß drauf. Junge, du kriegst sowieso nicht. Halt, Wichser, kriegst sowieso nicht hin. Kriegst es doch sowieso nicht hin, du Wichser. Ha? Oh! Oh, was ist denn da los? Junge! Er hat's geschafft! Oh oh. Oh oh. Junge! Ja, Kacke gebaut, wo? Was denn? Spiele ist doch. Hm? Alter, das Huhn! Boah, wird das riesig! Junge! Ja, alter Hobart! Hast du Scheiße gebaut, wo? Ja, ihr seid noch am Leben! Ja, hm. Tja, auf ein neues, wo? Viel Glück noch! Ciao, Jungs! Und Greeley! Ist weg. Junge! Krasse Scheiße. Junge, Junge, Junge. Was ist denn das hier? Mein Junge. Popcorn? Hm. Ich scheiß drauf. Freu dich.
Tantchen. Dienst ist Dienst und Cola ist Cola. Ach Mensch, 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 Mensch. Wir haben so viele Probleme in den Kajaminen. Dass Vorarbeiter auf euch Lunte bald schon Purzelbäume schlägt. So verzweifelt, wie ihr nach euch sucht. Ja, immer diese Scheißzettel. Kannst du mir den nicht erzählen? Immer diese Auftragszettel. Ich kann sie immer sehen. Mann. Ach, Mensch. Okay, was hat sie denn geschrieben, die gute alte Sassi? Verzweifelt, wie ihr nach euch sucht. Ich war doch so scheiße im Lesen früher. Oh, Baby, was ist denn mit dir denn los hier? Chippy, alten Wemser und Wanni. Sind die halbnackt? Ach, egal, wo bin ich denn stehen geblieben? Er murmelte etwas von widerspenstigen Trollen. Das Kaya mit, dass unsere Trolle abbauen, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Kaya-Cola. Kaya-Cola? Dieses blubberige Zeug bringt uns ein Vermögen und euch sicher die Beförderung zum Handelsprinzen? Habe ich das? Das ist ja der Wahnsinn. Ah. Aber zunächst muss die Produktion wieder ins Rollen kommen. Ihr findet den Vorarbeiter im Osten. Hier. Musik. Kommt her. Ach, Bata. Verdammte Scheiße. Batra, du musst dich. Hübsch. Ich lasse dich immer so ablenken. Batra. Reiß dich zusammen, Junge. Verdammte Scheiße. Aber zunächst muss die Produktion wieder ins Rollen kommen. Ihr findet den Vorarbeiter im Osten. Hier, gebt ihm das als Motivation, damit er sich wieder zusammenreißt. Ich soll... Sassi... Was? Ich soll Motivation zum Vorarbeiter auf Reuchelunter im Hauptgeschäft sitzt, der HGK auf Kessam bringen? Kriege ich aber 10 Silber. Die 10 Kupfer... Die Erfahrung. Mensch, wer ist klüger? Legt euch nicht mit Geist. Gibt's nicht. Wie, was? Wer ist Wix? Kann ich euch mit etwas helfen? Betriebsschutz, Zwangsvollstreckung. Immer schön weitergehen, bevor ich die gute alte Chippendale-Faust auspacke. Oh, diese. Gibt's doch gar nicht. Diese, aggressive Typ, Junge! Aggressive Typ! Verpiss dich! Ich geh! Gar keinen Bock auf den Scheiß! Oh, Briefkasten. Oh! Hübsch! Was ist denn hier los, hör mal? War lange nicht mal hier! Oh! Hey, Vorarbeiter Feuchtlunte! Was geht mit da? Ich soll dir was bringen, mein Freund. Ich soll dir was bringen. Ja, genau. Meister, ich soll dir was bringen, so Motivation, so ein Bäckchen. Ein Wichser. Ja. So, läuft super, sagst du. Finde ich gut. Ja. Ja, es ist ein Geschenk. Aber was du damit bewirken? Ich habe gerade keine Ahnung, Alter. Ich soll dir was bringen und fangen wir damit an. Oh, ouch. Ach so. Junge, boah, finde ich geil, Junge, hat er mal einen auf den Sack bekommen, Junge. Junge, so ist das als Vorarbeiter, beweg dich. Hallo, Herr Boss, der derzeitige Trupp-Trollsklave ist wahrscheinlich der Schlimmste überhaupt. Was für ein Glück für uns, dass das Kaya mit ihrer Wachhirne anscheinend nicht klüger macht. Ich nichts verstehe. Ah, ich will mal hier Ärger in der Mine machen. Das ist für mich gerade Mission, das ist am coolsten. Finde ich gut. Wir haben schon wieder Ärger in den Kaya-Minen, Boss. Boss? Alter, Boss? Oh, Mensch. Feuchtlunte. Da muss ich knien. Gib mir doch nicht. Meister. Toller Arsch, jo. Toller Arsch. Dicken Bizeps. Der dicke Bizeps hat der, Alter. Meister, Alter. Leck mich am Arsch, Feuchtlunte. Immer. Alten Wichser. Ah, wir können kein Kaya mit abbauen, was die Produktion von Kaya-Cola schwer beeinträchtigt. Was ist denn Kaya-Cola? Ich war zu lang weg. Zu lang. Ich habe schon versucht, den Kammerjäger zu rufen, aber er hat sich mit unseren letzten Zahlungen aus dem Staub gemacht. Meint ihr, ihr könnt es selbst in die drei Minen gehen und euch darum kümmern? Ich würde euch ja helfen, aber ich habe noch nicht am Kartell vorgeschriebenen Nahkampftraining teilgenommen. Diese 6 Tunnelwärmer töten, aber ich kriege eine geile Brust. Ja. Hallo, Herr Boss. Der zeige Trollsklave ist wahrscheinlich der Schlimmste überhaupt. Was für ein Glück für uns, dass das Kaya mit ihren Weichchen anscheinend nicht klüger macht. Hä? Das habe ich doch schon. Das hast du schon mal erzählt. Gutes Personal ist schwer zu finden. Ich habe versagt. Ich habe alles versucht, um unser Kaya-Cola so
soll zu erreichen, aber ihr wisst doch, wie das mit den Trollsgaben heutzutage ist. Gutes Personal ist schwer zu finden. Ich glaube, ihr müsst hier selbst Hand anlegen. Ein kleiner Stromschlag mit der Batterie eures goblinischen Allens in eins. Zickartiges Gürtel sollte Wunder wirken. Wenn ihr Arbeitsmoral von ein paar Trollen da unten anpasst, ziehen die anderen sicher schnell nach. Die Gaia-Cola-Produktion muss weitergehen, sonst macht uns der Handelsprinz einen Kopf kürzer. Ach man, ich soll die Arbeitsmoral von nur 8 widerspenstigen Trollen verbessern. Das geht so. Ich hätte in Miami bleiben sollen, gibt's doch gar nicht. Ach Mensch. Na, geh ich doch mal runter hier. Ich sehe so schlecht. Ich muss hier. Das ist doch. Was eine Mine, Alter. Hübsch ist es hier auf jeden Fall geworden. Das haben sie echt. Ja, der Geschmack ist bei mir geblieben, der Gute. Ah! Oh! Mensch! Der tanzt! Und der säuft! Beweg dich, Junge! Beweg dich ja! So! Los! Der Tänzer. Ich glaube, ich hack. Junge! Verpiss dich! Beweg dich jetzt! Ja! Hoppala! Junge! Komm her! Er säuft. Du hast nicht saufen! Ja? Ich hoffe es, Junge. Ich hoffe es. Beweg dich, hab ich gesagt. Oh. Hat sich unsichtbar gemacht. Ein Schurke. Was ist mit dir? Los! Man macht das doch! Dieser Befehl kam vom Betriebsrat. Ja gut, eigentlich Vorarbeiter, aber. Halt's Maul, verpiss dich einfach. Mach, geh arbeiten. Ja, soll's ja auch. Sonst bewegst du dich ja nicht. Du sitzt ja noch rum, Arschloch. Oh, mein Tänzer! Also, das geht gleich. Oh, aber er kann es. Ey, er kann das gut. Yeah, baby. Oh shit. Man. Oh mein Gott. Das Training hat sich bezahlt. Oh mein Gott. Scheiße, ich muss an meine Arbeit denken. Junge, sollst du tanzen, sollst arbeiten. Alter, krieg ich auch noch an. Ja, ich hab das keiner gesehen. Nee, hat keiner. Jetzt beweg dich. Los. Essen wird überbewertet. Bananendot. Assis. Alles Assis. Alles. Jan Tänzer. Wie? Sieh doch. Ja. Oh, da. Ich darf tanzen. Ich muss den. Ich lass mich schon wieder ablenken. Eine. Alter, die drehen hier alle durch. Wen soll ich da? Ich hab doch gar nicht. Ich soll aber noch 8. Ich soll eigentlich noch 8. Also. Komm, noch eine letzte Runde. Und jetzt weg. Ehrlich, Arbeit und Hobby miteinander verknüpfen, das ist auf jeden Fall mein Ding. Muss ich Tennis bauen? Ein paar Tunnelwürmer soll ich töten, aber wo wird die denn? Bestimmt hier in der Mine, oder? Doch, der hat mir das auf jeden Fall auf der Karte eingezeichnet. Ja, hat er. Mach ich mal ein bisschen größer. Ich hab ja auch schlechte Augen. Ja, da hat er mir das eingezeichnet. Da, den Ort, bei Orten. Jo, geh mal rein, ne? Geh mal rein. Was ist denn hier alles? Moment, hier, Raketenschuss. Das ist ja. Was kann ich denn damit machen? Da habe ich schon Sachen mitbekommen. Irgendwelche komischen Sachen mitgegeben bekommen. Oh, shit! Scheiße! Sind ja lieb. Warum soll ich die töten? Muss ich mal nachlesen. Also, warum soll ich die denn töten? Das habe ich ja vergessen. Fressen wollen wir den ganzen Profit. Ach, die fressen halt auf. Oh, gibt's doch gar nicht.
Frau Freundchen, ich kann. Verzeih mal. Meine Bezahlung. Die kommt nicht von selbst. Los, Junge! Zack! Was hat er denn? Ich bin echt nahmer Sack, ey. Ein Kupfer. Ich kann den Shit nicht mal gut verkaufen. Ey! So, machst du Pause oder was? Wirklich? Oh, Scheiße. Meine Batterie ist leer. Ja, dann. Warte weiter. Schwarze Ratte. Schwarze Ratte. Süß. Ich mag Ratten. Ich wollte schon eine haben. Oh, die ist ja voll niedlich. Die ist ja voll süß. Gibt's ja gar nicht. Ey! Kann ich ihm einen Namen geben? Kann ich ihm einen Namen geben? Wo ich hab mein Hotel da. Nee, da hab ich auch keine Tiere. Scheiß drauf. Die Ratte, die wird hier, die kommt hier vom Gut da. Da, Tunnelbomb! Oh! Achso, ich hab gedacht, ich hab die geboxt. Keiner gesehen. Ich rüge. Junge! Komm her! Du siehst mich nicht! Wer? Yeah. So läuft das hier. Ah. Gut, ist ja leer, stimmt. Mein Training hat sich auf jeden Fall immer. Ich bin ja. Scheiße, ich will dir. Na! Scheiße, wa? Ich bin zu flink. Oh, ja. Mal hier den hier. Ich krieg das hin. Ich hab das schon mal geübt. Nur halt nicht mit so einem Raketenmopper. Deswegen habe ich auch da ein bisschen Respekt vor. Ja, bis jetzt noch einmal geschwungen. Und da, Junge! Jawoll! Jawoll, Junge! Komm her! Komm her! Halt ein Fido. Schwein. Ich bin schon echt eine geile Sau. Ich bin echt eine geile Sau. Yeah, baby. Oh man, und diese. Scheiße, wird schon spät. Ich sollte bis 15 Uhr sollte ich wieder zurück sein mit Scheiße. Das ganze Tanzen lenkt mich einfach ab. Ich muss. Oh, die Musik. Oh, schön. Leg mal was auf hier. Mensch, mach mal Billie Jean ein, DJ. Wer macht hier Capoeira, was mit ihm? Oh. Junge, Alter. Ja, mach noch, komm nochmal. Junge, komm, nochmal. Mach nochmal, schlitz sie ab. Mach nochmal Capoeira, ich will das nochmal sehen, ich will das auch gern. Mach mal, Wichser. Ich habe kein Ziel, ich brauche ein Ziel. Jawohl, Junge, ja. Da war er. Komm, mach's für mich. Oh Mann, Trolli. Verdammt, du machst mich glücklich. Scheiße, ich werde ein bisschen neidisch. Oh, was? Hast du denn sprechen gelernt? Ein bisschen. Das ist schon echt der Dumpfbacke, oder? Also hübsch bist du nicht, mein Freund. Aber ist ja nicht schlimm. Ja, keiner kann so geil aussehen wie ich. Ich bin halt ein Hübscher. Seid ihr Brüder? Zwillingsbrüder, oder? Doch. Safe, Alter. Ihr seid doch Brüder. Schick, Alter. Schick. Brüder, die sogar im Arbeitsleben zusammenhalten. Das gibt's doch gar nicht. Ach, egal. Komm, ich muss abgeben.
Stimmt. Ey! Feuchtlunte! Bin zurück! Hat geklappt! Alles super! Alles tippitoppi! Ja, ja! Ich hab mich da im Tunnel, du glaubst doch gar nicht, was ich alles gemacht hab! Ey, pff. Junge, das war ein Kampf, ne? Aber für mich gar kein Step, yo! Oh! Oh! Mensch! Wieder ein Jahr älter! Stimmt! Oh! Ja! Hm. Sasi hat euch gebeten? Ich sag nicht. Soll ich auch nicht die Kuppe Cola hinbringen? Ich sag nicht. Ups, war das eine Überraschung. Von mir habt ihr es nicht. Naja, aber mit dem Produktionstief der letzten paar Tage ist das hier alles, was ich herstellen konnte. Könntet ihr es bringen? Bringt das 6er Pack Kaya Cola zu, Sasi Hatzak im Hauptgeschäft sitzt der AGK in Kessern. Ja, ich bring die Cola hin, kein Ding. Aber ich habe das andere, habe ich überlesen. Na, scheiß drauf. Los! Macht euch vom Acker! Ja. Ja. Ah. Wie bist du denn? Hey! Devalina! Hallo! Hallo! Kisan! Hallo, Davi! Ey! Sau. Flirten kann sie nicht. Ja, ja, ist doch gut. Ich bring die Cola hin, da. Das ist ein Schamanlehrer. Oh, ich wollte schon immer Schamane werden. Ach, ich bin halt nur ein Schurke geworden. Gab es früher nicht. Kriegerlehrer? Du bist ein Kriegerlehrer? Dein Ernst? Dein Ernst, Junge? Gott. Von dir möchte ich aber nichts beigebracht bekommen. Junge, ist doch nur ein Spielzeug. Stehe ich nicht. Oh! Hey! Bring mir was bei! Ich bin doch Schurke! Bring mir was bei! Mensch! Ich bin nicht umsonst Schurke geworden! Mach mal fertig! Ich will sie gedruckt! Tschick, tschack, tschick, tschick! Kann doch den hier! Das ist doof! Los, los! Ah! Seid vorsichtig da draußen! Ist ja gut, ey! Marketing-Person? Ja! Hallo, Max! Ja, schön dich auch zu sehen, Max. Ja, ja, die Kaya Cola Marketing-Kampagne läuft auf jeden Fall sehr gut. Aber, naja, ich bin halt nie so ein Fan davon, ne? Juckt mich eigentlich im Endeffekt gar nicht. Ich bin froh, dass ich euch helfen konnte. Ja, cool. Ey, Sasi! Eltern haften an ihren Kindern. Hm. Oder so ähnlich. Okay. Was, wie, noch mehr Kaya Cola? Ich schwör das hier. Was? Wieso willst du denn Feuchtlunte feuern? Ey, warum? 6er Pack Kaya Cola, ja, hast du. Nur dass ihr es wisst, Kaya Cola gibt es überall hier im Ort. Es ist das meistverkaufte Produkt des Bilger Wasserkartells aller Zeiten. Vergiss nicht, dass ein gepflegtes Image das A und O ist, wenn ihr auf eine weitere Beförderung aus seid. Ja klar! Hallo? Nein, wartet. Profit ist das A und O, aber Explosionen kommen gleich danach und dann Image. Ja, okay. Okay, die. Ich verliebt. Starrt ihr mich an? Ja. Ein wenig vorlaut, hm? Ich, ja, ist okay. Aha. Boss, während ihr unten in den. Wieso nennen mich alle Boss? Während ihr unten in den Minen wart, hat Max Schredderschreck aus dem Marketing nach euch gefragt. Es ging um ein neues Gefährt für euch. Sie hält sich außerhalb des Gebäudes auf der linken Seite auf. Ich soll mit Max sprechen. Warum? Da soll der Hauptgeschäftssitz. Alter, der HGK ein Käse heißt ja mal. Das ist. Ja. Hab ich schon Bock hier auf. Was ist denn? Versuchsobjekt! Ey! Wie? Ich kann mir quatschen. Ist Quatsch mit mir, Alter. Die Enden meiner Finger sind wohl so stumpf. Deshalb benutze ich wohl die andere Hilfsmittel für den Einsatz im Kampf. Okay? Ja.
Quatsch irgendwie, Alter. Aber süß ist es. Ey, beobachtet mich. Ey, guck mich nicht an. Sollst du mich nicht angucken? Sag mal. Guck mich nicht die ganze Zeit an, das verfolgt mich. Ist ja unheimlich. Aber süß ist es schon. Ich würde es gern streicheln. Ich würde es gern streicheln. Gestreichelt, Alter. Ich hab's gestreichelt. Ey, Gridley, ich hab das euer Versuchsobjekt gestreichelt. Was? Ach, versucht ihr es immer noch? Alter, Verwalter, habt ihr das Huhn? Neues Huhn? Okay, gib ihm! Oh, Scheiße. Kann das ja gar nicht hingucken, Alter. Da darfst du ja echt gar nicht. Memme! Memme! Hör auf zu heulen, Junge! Ich dachte, du bist erwachsen! Mann! Goblin! Mensch, was ist denn los hier, Alter? Ich hab's mit Mem zu tun. Der erinnert Angst. Oh, der wird auch von der Sassi. Gut, ne? Gut geknechtet, sag ich mal. Ja, da bin ich. Da ist er ja. Ich glaube, das wird euch gefallen. Was denn? Warte ran, ich habe gehört, dass ihr die Mutter aller vier Partys ausrichten werdet. Laut meinen Berechnungen sollte euer Beförderungsquotient raketenhaft in die Höhe schießen und explodieren. Wenn man seht, dass ihr auf der Party Spaß habt, sieht, da schlage ich euch, war noch nie gut im Leben. Ja, aber immer diese Scheiße. Zählt's mir doch, Mädchen! Mann, alle schreiben irgendwelche Texte. Ich muss aber nur lesen. Können die nicht quatschen? Ich hasse lesen. Daher schlage ich vor, ihr unternehmt eine kleine Spritze mit dem Hot Rod. Oh yeah, oh shit, ein Hot Rod? Oh baby. Und holt eure Freunde in der Stadt ab. Vergesst mich nur nicht, wenn alles am Schnörchen läuft und ihr der neue Handelsprinz werdet, ja? Oh, Alter, ich werde der neue Handelsprinz, Mofaga. Alter, das ist der absolute Shit. Fahrt mit dem. Und dann werfe ich die alle aus der Mine raus. Die ganzen Tänzer und so. Fahrt mit dem Hot Rod durch die Gegend und holt eure Freunde Ass, Gobber und Izzy ab. Alter, die sind noch hier in der Stadt. Krass. Ass, Gobber und Izzy. Alter, die habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Junge. Alter. Wo sind die denn? Naja, boah, Junge, Alter, was eine Karre! Was eine Karre! Ich kack ab! Junge! Was kann das? Radio! Junge, was eine geile Musik! Kann das? Oh, ich kann, Alter, Junge! Zweiter Gang! Shisho! Na. Oh, Hupka! Oh, ja, baby! Na, scheiß auf Izzy! Erster. Achso, Izzy schon! Izzy! Baby, hörst du den Motor? V16! V16, Mädchen, V16! Achte mal! Mädchen! Alter! Das Ding geht ab, wie schmiert sie, Katz! Jawohl, Junge! Scheiße. Egal, ich werde eh bald der Babu hier, dann darf eh alles kaputt machen. Oh, guck mal! Jawohl, Junge! Ah, komm! Hier kommt Mofaga Batran! Ja, Baby! Komische Musik. Kann er einen Kanal? Ja, okay, ihr seht es. Okay. Wo sind die anderen denn? Er ist ein Gobber, wo sind die? Vor allem. Wollt ihr die nicht raus hier? Wollt ihr doch eigentlich raus? Aus der Stadt. Was seid hier geblieben? Okay. Steh ich nicht. Fick. Oh, Mann. Oh, Scheiße. Ding hat schon Fofo. Das Ding hat Fofo. Jo, Junge! Ey! Ey! Wie geht's hier eigentlich? Gobba! Wo ist Gobba? Gobba! Ey, Bro! Wo bist du? Gobba! Alter, steig ein!
Alte Dumpfnase, hast immer noch einen dicken Zinken. Gibt's doch gar nicht. Alter, Junge. Du hast dich auch nicht verändert. Oh, Izzy. Alter. Schön für meine direkte Ader, ne? Also ich bin nicht mehr der Schüchtern von früher, aber du bist echt eine geile Rakete geworden. Das gibt's doch gar nicht. Mensch. Aber komm mal, Alter, ganz ehrlich. Du? Bruder. Du bist auf jeden Fall hässlicher geworden. Leck mich am Arsch. Das, was Izzy nach vorne genommen hat, ich bin sprachlos. Das, was Izzy nach vorne geschossen hat, hat dich nach hinten geballert. Also, Bruder, geht gar nicht. Du sollst auf jeden Fall mal. Ich geh doch mal zum Chirurgen, Alter. Wo ist denn hier? Es! Wo ist denn abholen? Den hab ich eigentlich nie gemacht. Aber okay. Hey, Bruder! Komm rein! Ja, Boy! Komm! Ab geht's! Was für eine Musik steht hier eigentlich? Seht mal. Beatles. Ja. Hab ich jetzt nicht. Nur Radio. Woohoo! Ja, okay. So gut, Jungs. Und Granate. Easy, ey. Also. Eieiei, du bist ja auch angeschossen geworden. Leck mich am Arsch, du. Leck mich am Arsch. Leck mich an meinem Zuckerarsch, du. Geh hoch, Junge. Geht nicht. Und los hier. Was ich. Tja. Hauptgeschätzt jetzt. Ja, wir sind da, wo? Ey! Max, bin fertig. Wer ist denn den V16? Hä? Hast du ihn nicht? Verdammt, der ist doch voll, du Sau. Hör an, was das Ding kann. Ja. Jetzt wird das Ding mal nicht gegeben. Selbst schuld. Los. Nimm mal einen Schnuff. Ah, geil, Alter. Ihr könnt nichts sagen, weil ich der Boss hier bin. Ja, scheiße. Scheiße, Alter, ich kann hier Scheiße bauen. Keiner darf was sagen, weil ich der Boss bin. Also, und bald der Prinz. Ach, gut. Ja, wir sagen mal Tschüss, yo. Bis demnächst. Fahr mit dem. Ey, es, beruhig dich. Ja. Wir sagen mal Tschüss. Bis bald.